Hey Leute, ich habe mir vor kurzem gebrauchte Solarpanels gekauft und um die Energie zu speichern, dazu zwei gebrauchte Bleigel-Akkus. Jetzt stellt sich nun die Frage, wie lade ich die Akkus mit den Solarpanels auf? Man kann ja nicht einfach die Solarpanels an die Akkus anschließen. Die Akkus müssen mit ca. 14,6 Volt geladen werden und die Panels produzieren ca. 30 Volt. Natürlich gibt es wie immer Fertiglösungen, die aber meiner Meinung nach viel zu teuer sind für so eine kleine Solaranlage. Für so einen MPPT-Laderegler muss man mindestens 100 Euro für die billigsten ausgeben. Es gibt natürlich Alternativen zu diesen teuren Solar-Ladereglern, sogenannte PWM-Laderegler, nur die sind nicht so effektiv. Und im Grunde ist so ein Laderegler meistens nur ein Buck-Konverter, der die Spannung auf 14,6 Volt runterregelt, um den Akku zu laden. Was macht also ein MPPT-Laderegler besser? Es regelt auch die Spannung, aber stellt die Stromstärke so ein, dass die Spannung der Solarpanels bei ihrer Lastspannung stabil bleibt. In meinem Fall ist die Lastspannung ca. 29 Volt. Bei einem PWM-Laderegler ist die Stromstärke immer auf das Maximum eingestellt. Und wenn zu wenig Sonne scheint, können die Solarpanels diese Last nicht halten. Deswegen sinkt die Spannung. Dadurch gehen 15-25% verloren. Hier nochmal ein Beispiel. Der Akku ist leer und die Sonne scheint nicht auf die Solarpanels. Die Spannung sinkt, weil die Panels nicht genügend Energie produzieren können, um den Akku mit voller Stromstärke zu laden. Wenn ich aber die Stromstärke limitiere, sodass die Spannung bei 29 Volt bleibt, geht weniger Energie verloren. Ich hatte also die Idee, so einen Buck-Konverter zu benutzen, in Kombination mit einem Arduino, das die Eingangsspannung messen soll und automatisch die Stromstärke regelt. Es geht bestimmt einfacher mit Elektronik, aber diese Kenntnisse habe ich nicht. Deswegen probiere ich halt diese Lösung. Da das Arduino nur bis 5 Volt messen kann, muss ich einen Spannungsteiler verwenden. Das sind zwei in Reihe geschaltete Widerstände, die die Spannung aufteilen. Wenn man also einen 1 Kilo Ohm und einen 10 Kilo Ohm Widerstand nimmt und eine Spannung von 30 Volt an den Spannungsteiler anschließt, kann man am 1 Kilo Ohm Widerstand 2,7 Volt messen. Und damit kann man die Eingangsspannung ausrechnen. Um die Stromstärke des Buck-Konverters zu regeln, ersetze ich dieses Potentiometer durch ein digitales Potentiometer, das die Stromstärke am Konverter limitiert. Also, lass mich das jetzt alles schnell verkabeln. Und jetzt muss ich nur noch das Arduino programmieren. Der Code ist ziemlich einfach. Im Grunde misst es die Spannung und schaut erstmal, ob sie unter 28,8 Volt liegt. Falls ja, regelt er die Stromstärke ein wenig runter. Falls die Spannung über 29,2 Volt liegt, regelt er die Stromstärke ein wenig nach oben. Natürlich werdet ihr den Code in der Beschreibung finden können. Okay, das Arduino ist jetzt an und regelt die Spannung um ca. 28 bis 29 Volt und wir können sehen, dass hier knapp über 80 Watt produziert werden. Jetzt werde ich das Arduino ausmachen, ausgesteckt und jetzt ohne das Arduino nur 55 Watt. Also es ist schon ein großer Unterschied. Mein Solarladeregler funktioniert ziemlich gut. Insgesamt kosten die Komponenten weniger als 20 Euro. Für einen 300 Watt MPPT-Laderegler nicht schlecht. Naja, auch wenn so ein Konverter 300 Watt verspricht, konnte ich diese 300 Watt nie tatsächlich erleben. Die maximale Wattanzahl wird eigentlich nur vom Konverter begrenzt. Also wenn ihr mehr Leistung braucht, müsst ihr entweder einen leistungsstärkeren Konverter finden oder für alle 300 Watt an Solarpaneele einen Konverter haben. Wenn ich etwas falsch erklärt habe, korrigiert mich bitte in den Kommentaren. Leider weiß ich noch nicht alles. Sonst denkt daran zu liken und zu abonnieren. Wir sehen uns im nächsten Video. Mach's gut. Ciao.